Jo, hi, hier ist der Oliver Sutton und ich zeige euch von Duesenberg die Starplayer Special. Special. Und ich meine, klar, immer wenn ich den Duesenberg auf dem Schoß habe, komme ich in Schwärmen, allein schon deswegen, weil die Gitarren einfach eine saugeile eigene Identität haben. Und das kann man gar nicht genug betonen, gerade in dem Dschungel, wo diese beiden großen Säulen, ich kann es immer nur wiederholen, Gibson und Fender natürlich alles beherrschen und alles auch irgendwie in bestimmter Weise auch darauf fußt, ne, und auch darauf zurückzuführen ist. Und trotzdem ist es natürlich umso erfrischender, wenn dann mal eine Firma oder eine Marke an Start geht, die wirklich eine eigene Sache macht und die auch verfolgt. Und wenn es natürlich aus Deutschland kommt, umso besser. Aus Hannover sind die Jungs, na klar. Und wenn man mal so ein bisschen genauer drauf schaut, hat man es natürlich zu tun mit einer E-Gitarre, die so bestimmte Specs einfach ineinander vereint. Da kann ich ja gerade mal einen Überblick geben. Im Prinzip, wenn man es mal rumdreht, sieht man schon, Hals ist angeschraubt, ne? Also geht so ein bisschen in diese Fender-Ecke, wenn man so will. Ich habe auch eine lange Mensur, das heißt, ist auch natürlich Fender-orientiert, aber ich habe es mit zwei Humbuckern zu tun und vor allen Dingen auch die Form ist so ein bisschen, oder was ein bisschen, ist natürlich Les Paul-orientiert, ist halt eine richtige Single-Cut. Und vom Sound her ist es dann natürlich auch so ein bisschen zwischendrin, ne? Also ich habe es zu tun mit viel Attack, mit viel geilen Höhen. Natürlich nicht zuletzt durch den Maple Neck, wo natürlich das Rosewood Board oben drauf ist, ist ganz, ganz klar. Und auch der Body aus Erle ist natürlich diese Richtung dann, ist ganz klar. Und dann habe ich dann in Kombination genau das, was ihr hört, ne? Klar, so klingt das dann natürlich mit den beiden Humbuckern. Ich habe es zu tun natürlich vorne mit einem Grand Vintage, ist eigentlich so eine Puff-Kopie, ne? Geht so ein bisschen in die klassische Richtung und am Steg natürlich der Crunchbucker, hat fast doppelt so viel Leistung und das ist natürlich ganz, ganz wichtig am Steg. Vor allen Dingen, wenn ich mal eine Gainstufe runtergehe, hört man es wirklich sehr, sehr geil. Ne? Ja, nach Les Paul klingt das natürlich nicht, ist ganz, ganz klar. Die Gitarre ist natürlich völlig anders konstruiert und man hat immer diesen Duesenberg-typischen Attack obendrauf und das ist auch ganz genau gut so. Ich meine, man muss sich mal so ein bisschen umschauen, wer alles Duesenberg spielt. Ne? Ich habe letztens John Mayer gesehen, auch der Gitarrist aus der John Mayer Band spielt natürlich Duesenberg. Wolfgang Niedecken hat ein Signaturmodell, Karl Kalten hat ein Signaturmodell, Johnny Depp hat eine Duesenberg-Gitarre, Joe Walsh hatte Duesenberg-Gitarre, also alles so Geschichten, wo man so sieht, die Leute oder vielmehr die Gitarristen sind wirklich interessiert daran, einfach Instrumente zu spielen, die sowas Besonderes darstellen und das ist natürlich eine Sache, die es absolut zu beachten gilt. Ne? Wenn ich jetzt mal ganz clean gehe, kann ich euch mal was zeigen, und zwar habe ich diese Multitone-Schaltung hier, das heißt, ihr habt im Prinzip eine Höhe des Tonpotties, so eine Mittenrastung, ja? Ich habe die Gitarre jetzt auf Mitte gespielt, ist ganz klar. Und wenn ich jetzt mal den Regler nach oben drehe, dann wird eine der Spulen der Pickups so leicht rausgedimmt. Und dadurch kriege ich dann diese obergeilen, ich sag mal,
Im Prinzip bleiben die obersten Höhen stehen, ne, und diese unteren dunklen Mitten gehen so raus, ne, typisch wie man es so kennt von so Hamburger Splitting, aber es ist ein bisschen mehr, ne? Da kommen die Mitten dazu, ne? So hören sich beide Humbucker sozusagen einfach, oder nee, so muss ich einschalten, sorry. Jetzt die Spulen raus. Nur selbst wenn der Humbucker hinten allein läuft, habe ich schon exakt diesen Effekt, ne? Tja, da hat man natürlich genau die richtige Schaltung entwickelt, um natürlich diese Mitten so rauszufaden. Das ist ein ganz kompliziertes Ding. Ich habe es mir erklären lassen, ihr müsst es euch vielleicht mal nachlesen, aber vielleicht muss man es auch gar nicht wissen, weil es ein bisschen geheim sein soll. Aber klingt natürlich geil. Voll geil. Natürlich auch sehr, sehr geil, wenn es in Richtung Rock geht, finde ich natürlich Verzerrung mal sehr, sehr wichtig, vor allen Dingen auch dann, wenn die Gitarre es mitmacht, ne? Und da ist natürlich immer so die Frage, sind die Höhen da und will man es so auch haben, wie man es hört, ne? Und das habt ihr ja schon im Intro gehört, funktioniert ganz, ganz hervorragend, vor allen Dingen, wenn ich mal wieder auf die Mittenstellung gehe, ne? Fast am Ende. Ich habe euch von Duesenberg die Starplayer Special gezeigt. Super geile Gitarre für relativ kleines Geld. Ist im Prinzip so die Einsteigergitarre von Duesenberg. Kommt wirklich mal in den Laden und spielt die ganzen Klampfen an. Mir hat Spaß gemacht. Ich sage tschüss.